gefährlich. Er kann ihm leicht entkommen. Aber was will der Aggressor von dem Tintenfisch? Ist der Krake krank oder von einem vorherigen Kampf so geschwächt, dass der Sonnenstern für sich eine Chance sieht? Der Oktopus aktiviert seine Wasserdüse und bringt sich in Sicherheit. Er rettet sich in Nathalies Arme. Eine brenzlige Begegnung. Es heißt cool bleiben. Die Reaktion des verschreckten Weichtiers ist kaum einzuschätzen. Er hat seine Neugier befriedigt und, wie sich noch herausstellen wird, bei Nathalie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Art hat sich schon Sorgen gemacht. Sie waren verdammt lange unten. Ohne sein Zupacken kämen die Entkräfteten kaum wieder an Bord. Doch der Besuch der GB Church und ihrer Bewohner hat sie alle bereichert. Ich bin vom Oktopus geküsst worden. Die Dame hat mir da unten zwei Knutschflecke mit ihren Saugnäpfen hinterlassen. Yes, schnell sind Gefahren, Kälte und Anstrengung wieder vergessen. Es geht zurück in den Hafen. Am nächsten Morgen ist Nathalie früh auf den Beinen. Sie will in die USA fliegen, um einen der bekanntesten Riesenkrakenforscher zu besuchen. Als Schiffe versenkende, männermordende Ungeheuer geistern Riesenkraken schon seit Jahrhunderten durch Sagen und Erzählungen. Das Bild hat sich natürlich geändert. Heute weiß man mehr über die cleveren Achtarmigen, die wegen ihrer Intelligenz und hohen Auffassungsgabe zu sehr beliebten Forschungsobjekten geworden sind. Ich bin auf dem Weg nach Seattle, um mich dort mit dem Riesenkraken-Experten Roland Anderson zu treffen, der Erstaunliches über den Alterungsprozess dieser Tiere herausgefunden hat und was durchaus vergleichbar ist mit dem der Menschen. Das Wasserflugzeug ist in den weiten Gebieten an der Westküste mit ihren zahllosen Seen, Buchten und Flüssen das optimale Verkehrsmittel. Der Flug nach Seattle, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Washington, dauert nur 2 Stunden. Das Seattle Aquarium beherbergt auch ein meeresbiologisches Institut. Selbstverständlich werden im öffentlichen Besucherbereich Kraken gehalten. Ein anderes Highlight der Ausstellung, ein Quallentunnel, in dem die gallertigen Wunderwesen bestens zu beobachten sind. Der technische Aufwand für den Betrieb der vielen unterschiedlichen Becken ist enorm. Hier im wissenschaftlichen Labor, abseits der Besuchermassen, sind Roland Anderson weltweites Aufsehen erregende Entdeckungen an Riesenkraken gelungen. Roland, wie verändern sich alternde Kraken? Ihre inneren Organe gehen zugrunde. Die Männchen sterben nach der Paarung. Sie werden senil, bekommen weißliche Hautveränderungen und bakterielle Infektionen, weil ihr Immunsystem nicht mehr funktioniert. Sie driften ziellos umher, denn das Hirn arbeitet auch nicht mehr. Eigentlich sind es sehr intelligente Tiere, aber ihr Hirn baut stark ab. Sie können nicht mehr denken, nicht mehr fressen, treiben orientierungslos umher und werden leichte Beute für Raubtiere. Wieder zurück aus Seattle ist Zeit für allerlei Geschichten aller Art. Das war auf der Insel, wo ich mein Boot habe. Da kamen einmal 2 Kerle mit einem Riesenoktopus in einer Kühlbox. Die sammelten Kraken und verkauften sie an Aquarien. Das Tier war bestimmt eine Menge Geld wert. Der eine war so damit beschäftigt, sich mit dem Fang vor allen zu brüsten, dass er nicht merkte, wie der Krake den Deckel anhob und sich langsam davonschlich. Was hat sich der Kerl geärgert? Aber es war zu spät. Er hat viel Geld verloren. Pech gehabt. So kann's gehen.
Der neue Kurs der Cape Able heißt Snake Island. Weißkopfseeadler geben eine Kostprobe ihres Könnens. Diesmal, wie es sich gehört, und nicht auf der Hühnerfarm. Toll. Der Ruheplatz der Seehunde. Für Art wieder eine vertraute Landmarke. Nathalie ist mit der Filmausbeute zufrieden. Doch jetzt wird es erst richtig hart. Wenn wir zurück sind, wird das leichter sein. Das Equipment ist noch schwerer als sonst. Der bevorstehende Tauchgang der gefährlichste des gesamten Unternehmens. Gute Laune überspielt die Anspannung. Der Abstieg beginnt mit einem Höhepunkt. Eine spanische Tänzerin, eine der schönsten Nacktschnecken der Welt, macht ihre Aufwartung. Riesige Tange, von voluminösen Luftkapseln aufrecht gehalten, leisten Widerstand gegen die Strömung. Bis zu 20 Meter lange Braunalgen bilden den Kelpwald. Ein mystischer Unterwasserdschungel. Doch die wertvollste Entdeckung liegt etwas tiefer. Eine in dieser Form äußerst seltene Kolonie von Glasschwämmen. Das bizarre Gebilde besteht aus lebenden Tieren. Form gibt ihnen ein feines Skelett glasharter Nadeln aus Siliziumdioxid. Seit mindestens 545 Millionen Jahren leben Glasschwämme auf unserem Planeten. Damit zählen sie zu den ältesten vielzelligen Tieren der Erdgeschichte. Die Schwämme strudeln mit winzigen Flimmerhärchen Wasser durch ihren Innenraum. Von den darin enthaltenen Kleinstlebewesen ernähren sie sich. Vermutlich erreichen einige ein individuelles Alter von 5000 Jahren. Das ist Weltrekord. Ein Oktopus erscheint auf der Bildfläche. Sichtlich ungehalten reagiert das kapitale Männchen auf die Anwesenheit der Taucher. Doch das Interesse von Heidi und Nathalie gilt einem Weibchen in seiner Bruthöhle. Bis zu 100.000 Eier legt ein Muttertier und hängt sie in traubenartigen Gebilden an der Decke ihres Versteckes auf. Der Laich erfordert intensive Pflege. Ständig muss Frischwasser zugefächelt werden. Die Eihöhlen bedürfen regelmäßiger Säuberung. Klein wie ein Reiskorn sind die Schlüpflinge. Nur ganz wenige werden die stattliche Größe ihrer Eltern erreichen. Etwa 150 Tage lang versorgt das Weibchen den Laich ohne zu fressen. Bis zum Schlupf der Kleinen. Die schwimmen einige Wochen im Plankton mit und kehren dann, wenn sie nicht gefressen werden, zum Boden zurück. Die meisten Weibchen sterben kurz nach dem Schlupf der Jungen. Manche aber auch schon früher. Dann droht dem Laich der Tod. Dass auch die Männchen die Fortpflanzung nicht überleben, hat Nathalie bereits von Roland Anderson in Seattle erfahren. Hier nun der Beweis, ein toter Krake. Der Sonnenstern hat ihn schon entdeckt. Nachdem das Männchen dem Weibchen ein meterlanges Samenpaket übergeben hat, das geschieht mit einem speziellen Geschlechtsarm, verliert es seine Lebensfähigkeit. Dieses junge Männchen jedoch steckt noch voller Neugier und Entdeckergeist. Es lässt sich gern auf ein Spielchen mit den Tauchern ein.
Es ist noch längst nicht erwachsen. Wenn es seine Maximalgröße erreichen sollte und nicht zuvor von Zahnwalen oder Seehunden gefressen wird, wird es einmal mehr als 2000 Saugnäpfe besitzen, mit denen es kräftig zupacken kann. Beim Aufstieg an der Ankerkette noch eine letzte Überraschung. Warum nur hat sich der Krake genau diesen Platz ausgesucht? Nathalie und Heidi müssen die Dekompressionszeit einhalten. Gelegenheit, sich von dem Kraken zu verabschieden. Noch einmal bereiten sich die Taucherinnen auf eine wichtige Station der Expedition vor. Ich kann es hier nochmal zeigen. Wir haben Vancouver Island im Süden. Die Verlängerung der Juan de Fuca Strait endet dann hier im Kontinentalschelf an einer Abbruchkante. Da hat man ein hohes Aufkommen von vulkanischer Aktivität und dort findet man sehr, sehr viele Tiefseearten von Cephalopoden. Die Juan de Fuca Straße. In 2000 Meter Tiefe brodeln hier hydrothermale Quellen. Im Rahmen mehrerer Tiefsee-Expeditionen fanden Forscher in dem Gebiet eine Vielzahl unterschiedlicher Tintenfische. Gut versteckt zwischen den Bartwürmern ein kleiner Vulkankrake. Auch er farblich an den Untergrund genau angepasst. In diesen Wärmeinseln der Tiefsee hat sich eine ganz eigene, typische Artengemeinschaft entwickelt. Dazu gehören auch die Wendaale, die meist in Schwarmstärke auf Aas lauern. Wie viele Tiefseeformen ist auch der Vulkankrake weiß gefärbt. Im Dunkeln braucht man keine Farbe. Auch der gespenstisch anmutende Wunderschirm ist ein fast farbloser Krake großer Tiefen, in denen noch zahllose Geheimnisse auf ihre Entdeckung warten. Mit Sicherheit auch unbekannte Kraken. Kraken haben fast alle Meere dieser Welt erobert und sind in alle Tiefen vorgedrungen. Fakten, die für ihre Intelligenz und Anpassungsfähigkeit stehen. Trotzdem haben die Achtarmigen eine sehr kurze Lebenserwartung, gerade mal 3 Jahre, verbunden mit einem rapiden Verfall ihres Körpers. Und am Ende vergreisen sie sogar. Eigentlich schade. Am Montag reisen wir dorthin, wo sich Pinguin und Seeelefant gute Nacht sagen, in die Antarktis. Bis dann.